Also willkommen zur zweiten Vorlesung Gaben und Logik. Von einem Informatikprof hier an der Uni Augsburg habe ich mal folgenden Spruch gehört. Ein Spruch, den angeblich Mathematiker immer sagen, aber ich noch nie einen Mathematiker habe reden hören. Über Logik spricht man nicht, Logik beherrscht man. Und ich finde den Spruch ganz witzig. Weil wir machen ja genau das Gegenteil davon, ne? Paar Nachträge zu der Stunde vom letzten Mal. Erstens Kate Moss. Kate Moss, Supermodel. Vor ein paar Jahren ist ein Video aufgetaucht, das sie zeigte beim Konsumieren von Drogen. Irgendwas ist Pulver. Aber aus dem Video war nicht völlig klar, ob es sich um Drogen von irgendeinem Typ A handelte oder Drogen von irgendeinem Typ B. Man konnte durch das Video alleine weder das eine noch das andere nachweisen. Also wurde sie nicht verurteilt. In diesem Sinne ist das britische gerichtliche System intuitionistisch. Ja, es war klar, dass A oder B war es, aber man hatte weder ein Beleg für A noch ein Beleg für B. Macht was draus, was ihr wollt. Vielleicht hatte sie auch nur hinreichend gute Anwälte. Zweitens, wenn ihr noch ein bisschen mehr abgehen wollt auf intuitionistische Logik, dann tut euch selbst einen Gefallen und schaut euch folgendes Video von André Bauer an. André Bauer, Five Stages of accepting constructive mathematics. Das ist eine Vorlesung, die er oder ein Vortrag, den er beim IAS gehalten hat, Institute of Advanced Studies, da wo auch Homotopie-Typentheorie entstanden ist. Und sehr, sehr kurzweilig und sehr interessant und wirklich sehr gut gemacht. Gibt es auf YouTube. Dann noch eine Sache. Und zwar zur Ablehnung von Lemm. In intuitionistischer Logik ist es nicht so, dass wir Lemm verneinen. Also wir behaupten nicht, dass Lemm falsch ist. Das wäre auch komisch. Wir wollen ja, dass intuitionistische Logik abwärtskompatibel bleibt zu klassischer Logik. Wir wollen also, dass wenn wir etwas intuitionistisch bewiesen haben, dass wir es insbesondere klassisch bewiesen haben. Intuitionistische Logik ist einfach nur ein Verzicht auf ein bestimmtes Beweisprinzip. Also wir behaupten nicht, dass Lemm falsch ist. Wir verwenden es nur einfach nicht. Ja? Und ich will das sogar noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Lemm sagt ja das da aus. Ja? Jede Aussage stimmt oder stimmt nicht. Nun könnte jemand daherkommen und diese Aussage verneinen. Aber diese verneinte Aussage wäre falsch. Also das, was jetzt insgesamt an der Tafel steht, das ist eine intuitionistische Tautologie. In der Tat ist das da eine intuitionistische Tautologie. Also das heißt, das stimmt. Ja? Das lässt sich intuitionistisch zeigen, dass es nicht der Fall ist, dass jede Aussage wahr oder falsch ist. Es ist auf jeden Fall sehr instruktiv, das nachzurechnen, dass es eben wirklich so ist. Und das ist auch Teil von einer der ersten Übungsaufgaben. Ja. Kann es sein, dass man dann vielleicht intuitionistisch irgendwie beweisen könnte, wenn wir noch keinen Beweis kennen? Von dem Lemm? Jein. Also grundsätzlich ist es möglich, dass das gesamte Theoriegebäude bei Mathematik inkonsistent ist, auch das Intuitionistische. Und dann könntest du alles zeigen, weil du schaffst es einmal Bottom abzuleiten, aus Bottom folgt dann alles. So. Wenn du aber diese Möglichkeit mal ausschließt, dann nein, ist nicht möglich. Was wir nämlich kennenlernen werden, sind explizite Modelle für intuitionistische Logik, in denen Lemm schlicht und ergreifend nicht stimmt. Dort einfach falsch ist. Ist auch ganz wichtig, dass man die kennt. Die haben zum einen auch viele Anwendungen, zum anderen ist es gut einfach, damit das alles ein bisschen konkreter wird. Ein solches Modell wird geliefert von 99 von 100 Gabentopoi. In den Hundertsten stimmt es doch, ja, aber 99 von 100 Gabentopoi widerlegen Lemm. In denen gilt Lemm nicht. Aber wenn da Lemm nicht gilt, dann folgt doch aus dieser Tautologie, dass
Leuten widerspricht. Ja, genau. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gäbe zwei Möglichkeiten, wie Lem nicht gelten könnte innerhalb eines Topos. Immerhin sehen wir später, ja? Die eine Möglichkeit wäre, dass in dem Topos das hier der Fall ist. Die andere Möglichkeit wäre nur, dass es nicht in dem Topos der Fall ist, dass das gilt. Ja? Und nur das da machen die Topos mit. Du hast ganz recht, sonst könnte man Bottom innerhalb des Topos folgern und dann wäre wieder alles wahr in dem Topos. Und es gibt schon Topos, in denen das stimmt, das ist aber nur der triviale Topos. Das ist zum Beispiel der Topos der Gaben über der leeren Menge. Das hier heißt, in dem Topos E gilt das da. Und das werden wir später alles noch verstehen, was das bedeutet. Okay. Und dann zwei kleine Anmerkungen und dann geht es mit der heutigen Stunde los. Es gibt das beschränkte Allwissenheitsprinzip. Und das lässt sich intuitionistisch auch nicht nachweisen. Zumindest wenn wir annehmen, dass generell Mathematik konsistent ist. Ja, also es gibt wieder ganz konkrete Topoi, in denen das beschränkte Allwissenheitsprinzip nicht, nicht stimmt. Und was sagt das jetzt? Das sagt, jede unendliche 0-1-Folge enthält entweder irgendwo eine 1 oder besteht nur aus Nullen. Hallo. Jede unendliche 0-1-Folge enthält entweder irgendwo eine 1, das heißt, es gibt ein n, wo die Folge 1 ist. Oder für alle n stimmt es, dass an gleich 0 ist. Man nennt das ein Allwissenheitsprinzip, ja, weil man steht so vor der Folge. Als Mensch kann man nur die ersten paar Folgenglieder sehen, nur so irgendwie bis nach hinten, bis sie zu klein werden. Ne? Aber jetzt ist man allwissend und kann daher trotzdem abpeilen, ob irgendwann später eine 1 kommen wird oder nicht. Das ist das beschränkte Allwissenheitsprinzip. Was ist das unbeschränkte Allwissenheitsprinzip? Naja, das ist Lem. Lem sagt ja für jede Aussage, dass sie stimmt oder nicht stimmt. Ja, das ist nochmal mächtiger. Also aus Lem kann man das da folgern, aber schon das da ist ein nicht-intuitionistisches Prinzip. Und was man ganz gerne macht, wenn man so anfängt, intuitionistisch zu denken, ist, sich Brouwersche Gegenbeispiele zu überlegen. Damit ist Folgendes gemeint. Also ich erinnere mich an irgendeinen Satz aus der klassischen Mathematik. Zum Beispiel, jede monoton fallende Folge von natürlichen Zahlen, 7, 5, 5, 3, 2, 1 oder sowas, stabilisiert irgendwann. Stabilisieren heißt, es gibt ein n, sodass ab dort alle Folgenglieder gleich sind. Jetzt frage ich mich, gilt dieser Satz auch intuitionistisch? Jetzt versuche ich das ein paar Minuten lang zu beweisen, merke aber, ich kriege es irgendwie nicht hin. Dann denke ich mir vielleicht, okay, vielleicht kann ich das gar nicht intuitionistisch beweisen. Nur wenn man jetzt noch nicht firm ist in Topos-Methoden, kann man das nicht wirklich direkt zeigen, weil man kein Topos angeben kann, in dem das falsch ist oder so, einfach weil man noch nicht weiß, was ein Topos ist. Was man in solchen Fällen gerne macht, ist ein Brouwersches Gegenbeispiel angeben. Das bedeutet, man zeigt, dass wenn die Behauptung, die man jetzt nicht geschafft hat zu beweisen, geltend stimmen würde, dass dann eines von bekannten nicht-intuitionistischen Prinzipien folgt. Und Übungsaufgabe wird es sein, dass ihr zeigt, dass wenn es stimmen sollte, dass jede monoton fallende Folge von natürlichen Zahlen, schwach monoton fallend, stabilisieren sollte, dass dann das beschränkte Allwissenheitsprinzip gilt. Ja? Und so sieht man dann quasi, dass die Aussage wirklich eine krasse, nicht-triviale Aussage ist, die man intuitionistisch halt im Allgemeinen nicht ableiten kann. Okay, und letzte Sache, ich will euch was ganz kurz noch zum Auswahlaxiom zeigen. In Gegenwart üblicher mengenleere Axiome impliziert
das Auswahlaxiom Lem. Das bedeutet also, dass wir das Auswahlaxiom auch nicht verwenden können in intuitionistischer Logik. Das hatte ich letztes Mal nicht an die Tafel geschrieben, weil man offiziell unterscheiden muss zwischen intuitionistischer Logik und intuitionistischer Mathematik. Bei Mathematik kommt immer noch irgendeine Art von Mengenlehre oder Typentheorie dazu, irgendeine Fundierung. Ja? Und es ist so, in klassischer Mathematik würde bestehen aus klassischer Logik und dann Samuel-Fraenkel-Mengenlehre oder sowas drauf. Gut, auf jeden Fall, das Auswahlaxiom, wenn man sonst völlig unkritische Mengentheorie-Axiome noch erlaubt, impliziert Lem, und ich will euch das kurz vorführen. Und dann haben wir das schön abgerundet. Ganz kurz, was besagt nämlich das Auswahlaxiom? Da gibt es ein paar Formulierungen von. Eine ist zum Beispiel folgende. Zu jeder Surjektion Pi von x nach y existiert ein Schnitt. Das heißt, eine Abbildung Jota von y nach x mit, und jetzt schreibe ich es einmal noch in klassischer Notation, so. Also ein rechtsinverses. Wenn man erst Jota geht und dann Pi, kommt Identität raus. Das ist eine Möglichkeit, wie man das Auswahlaxiom formulieren kann. Denken wir es kurz durch und sehen, warum das eine nicht triviale Aussage wirklich ist. Also sei so ein Pi gegeben, Pi ist surjektiv. Dann finden wir also zu jedem kleinen y aus groß y jeweils mindestens ein Urbild. Die Idee ist, dass wir Jota so definieren, dass wir halt einen kleinen y aus groß y auf eines dieser Urbilder von dem kleinen y schicken. Dass wir jedes y auf irgendein kleinen x schicken, sodass Pi von dem kleinen x y ergibt. Wenn wir das nämlich so definieren, dann ist das in der Tat korrekt, ne? Weil ein kleines y wird auf irgendein passendes x geschickt und wenn man das in Pi wieder reinsteckt, kommt halt wieder dasselbe y raus. Okay. Aber diese Urbilder sind halt eventuell nicht eindeutig. Und dann benötigt man das Auswahlaxiom, um wirklich diese Menge hier, diese Abbildung aufzustellen. Man braucht das Auswahlaxiom nicht, wenn man einfach nur irgendwie fünf verschiedene Ys gerade in seinem Scope hat, fünf verschiedene Variablen, die alle aus Groß-Y stammen, und dann zu jedem von denen ein Urbild, die Existenz von Urbild unterstellt. Da braucht man überhaupt kein Mengenlehre-Axiom, das ist einfach nur Verwendung der Voraussetzung, dass er surjektiv ist. Surjektiv heißt, jedes Teil hat ein Urbild. Wenn ich also fünf Ys vor mir sehe, haben die jeweils ein Urbild, dann kann ich die auch verwenden. Aber wenn ich jetzt in einem Rutsch so eine ganze Abbildung definieren will, die allen kleinen Y aus Groß-Y ein Urbild zuordnet, dann brauche ich das Auswahlaxiom. Übungsaufgabe, wenn ihr euch das interessiert, könnte sein, nachzurechnen, dass das Auswahlaxiom stets stimmt, auch also kein Axiom ist, für den Fall, dass Groß Y eine endliche Menge ist. Eine Menge heißt genau dann endlich, wenn sie in Bijektion steht zu einer Menge der Form, geschweifte Klammer auf, 1,2, Punkt, Punkt, n. Für endliche Mengen braucht man keine Mengenlehre, kein Axiom, um das nachzurechnen. Aber für beliebige Mengen, sowohl unendlich große, als auch, wie wir jetzt gleich sehen werden, irgendwie komische, sehr, sehr kleine, aber wo man nicht ganz genau sagen kann, wie viele Elemente wirklich drin sind, da braucht man das Auswahlaxiom. Es gibt noch Abschwächungen vom Auswahlaxiom, zum Beispiel das sogenannte abzählbare Auswahlaxiom. Das abzählbare Auswahlaxiom bezieht sich nur auf Mengen y, welche abzählbar unendlich groß sind. Das lässt sich auch nicht intuitionistisch ableiten, aber es ist in einem gewissen Sinne viel unkritischer. Es gibt viel mehr Alternativuniversen, in denen zumindest das abzählbare Auswahlaxiom gilt. Dagegen Alternativuniversen, wo das volle Auswahlaxiom gilt, das was hier steht, die gibt es sehr, sehr selten. Insbesondere dann, wenn man in seiner Metalogik intuitionistisch ist. Dann gibt es kaum ein solches. Und dann gibt es noch das abhängige Auswahlaxiom, das ist in der Mächtigkeit zwischen den beiden eben genannten. Das werden wir später diskutieren. Das ist auch noch recht
recht unkritisch. Ja? Also Beweis. Und das ist ein Theorem von Diaconescu. Beweis, dass das Außenaxiom wirklich Lemm impliziert. Wie machen wir das? Naja, wir geben zunächst mal eine Surjektion an von irgendeiner Menge nach, ja, in eine andere Menge. Ne? Und als Menge x nehmen wir die Menge, die nur 0 und 1 enthält. Und als Menge y, und jetzt machen wir genau Folgendes, wir wollen Lemm beweisen, ja? Also müssen wir uns eine Aussage phi hernehmen. Ja? Das hätte ich noch in die erste Zeile des Beweises schreiben sollen. Also sei phi eine Aussage. Zu zeigen, phi oder nicht phi. Gut, jetzt setzen wir x. Dann setzen wir y. Und zwar als die Menge, die u und v enthält. Wobei, was ist jetzt u und was ist v? U ist die Menge derjenigen x, welche 0 sind oder, wo, oder so das phi gilt. Und v ist die Menge derjenigen x, so dass 1 gilt, so dass x 1 ist oder phi gilt. Beachtet, dass das ein bisschen komisch hier an der Stelle ist. Normalerweise ist es so in der Mathematik, nach, bei dieser Mengenkomprehensionsschreibweise, nach dem senkrechten Strich, kommt halt eine Aussage, die von x abhängt. Ja, und dann sind es halt diejenigen x, für die die Aussage stimmt, die da hinten steht. So, vorne ist das ja noch der Fall, ja, dass man hier x gleich 0 oder x gleich 1 dran stehen hat. Aber hinten steht phi und phi wurde schon eingeführt, lange bevor irgendwie ein klein x oder überhaupt die Menge groß x in Scope kam. Das heißt, das klein phi hängt definitiv nicht von x ab. Daher ist das ein bisschen ungewohnt. Ein klassischer Mathematiker würde sagen, entweder stimmt phi oder phi ist falsch. Wenn phi stimmt, dann hätte ich das nicht extra dazu schreiben müssen, weil es keine Einschränkung ist. Und wenn phi falsch ist, wenn phi falsch ist, dann hätte ich das nicht dazu schreiben müssen, weil oder bottom die Aussage nicht ändert. Und wenn phi wahr ist, dann ist es halt die Menge aller x überhaupt aus groß x. Okay, aber konstruktiv, intuitionistisch, können wir halt nicht unterstellen, dass phi gilt oder nicht gilt. Ja, das heißt, wir können diese Fallunterscheidung nicht machen. Und daher sind das jetzt noch irgendwelche Zwischenmengen. Ja? Wir wissen ganz genau, 0 liegt auf jeden Fall in U drin. Und vielleicht noch, liegt noch die Zahl 1 auch drin. Wer weiß, das 1 liegt genau dann in X, wenn phi gilt. Das kann halt sein oder kann auch nicht sein oder wer weiß. Das ist einfach eine Aussage. So, jedenfalls definieren wir jetzt noch eine Surjektion Pi. Von x nach y, und zwar 0 wird geschickt auf u und 1 wird geschickt auf v. Pi ist dann auf jeden Fall surjektiv, weil alle Elemente aus groß y jeweils u-Bilder besitzen. Das Außerhalb-Axiom impliziert jetzt, dass es einen Schnitt gibt. Ja? Von y nach x. Und jetzt schauen wir uns folgende kurze Rechnung an. Wann ist Jota von u gleich Jota von v? Jota habe ich schon Jota genannt, ist also induktiv. Das ist auch wirklich so, ne? Das ist so eine Standard-LA1-Aufgabe. Wenn man eine Verkringelung von zwei Abbildungen hat und da kommt die Identität raus, dann war die rechte in traditioneller Notation induktiv und die linke war surjektiv. Okay, also Jota von U ist genau dann gleich Jota von V, wenn U gleich V ist, okay. So, und das ist genau dann der Fall, wenn Phi der Fall ist. Gehen wir es kurz durch. Zunächst von rechts nach links. Wenn Phi stimmt, dann sind U und V beides die gesamte Menge X. Also sind sie gleich. Richtung von links nach rechts. Gelte also, dass U gleich V ist. So, wir wissen, die Zahl 0 liegt auf jeden Fall in U. Weil U gleich V ist, liegt 0 dann auch in V. Das heißt, wir wissen, dass 0 gleich 1 ist oder Phi gilt.
Wir wissen 0 gleich 1 ist nicht der Fall, also muss Phi gelten. Also haben wir Phi. So. Andererseits haben wir, dass J von U gleich J von V ist oder dass J von U ungleich J von V ist. In klassischer Logik wäre diese Zahl eine Trivialität. Wir sind intuitionistisch, deswegen ist sie es nicht. Aber sie ist trotzdem korrekt, denn J von U und J von V sind doch Elemente aus Groß X. Was war Groß X? Das war die Menge 0, 1. Und in der Tat ist es so, dass je zwei Elemente von X gleich sind oder ungleich sind. Ja, jedes der Elemente ist 0 oder 1. Und dann ist es halt so, dass 0 gleich 0 ist, 1 gleich 1 ist und 0 ist nicht 1 und 1 ist nicht 0. Liegt es daran, dass X einfach definiert ist als die Menge der X, sodass X gleich 0 oder X ist? Ja, richtig. Ja, genau. Genau. Deswegen wissen wir, wenn wir einen X rausgreifen, wissen wir, dass es das ist oder das da. Also wenn wir zwei dazu tun würden, würde es nicht mehr gehen. Nö, wenn du 17 Elemente hast, dann, also wenn ich die hinschreiben kann und das natürliche Zahlen sind. Es ist so, das werdet ihr auch vom Jungsblatt beweisen, man kann für je zwei natürliche Zahlen n und m beweisen, dass n gleich m ist oder n ungleich m ist. Das kann man für natürliche Zahlen beweisen, intuitionistisch, für ganze, für rationale, aber nicht für reelle. Für reelle kann man das nicht zeigen, intuitiv deswegen, weil wenn dir jemand zwei reelle Zahlen nennt, und du schaust dir die Nachkommaziffern an und die ersten 500 Nachkommastellen sind gleich, dann bekommst du eine Vermutung, dass die vermutlich gleich sind, die beiden Zahlen, aber du weißt es ja nicht mit Sicherheit. Du bräuchtest ein Allwissenheitsprinzip, um quasi die Ziffernfolgen überblicken zu können und sagen zu können, ja, die werden immer gleich sein. Wenn du sagst, das war jetzt eine schwammige Intuition, dann warte ab, bis wir Realisierbarkeitstheorie gemacht haben, weil das ist genau das Vehikel, um diese Intuition zu formalisieren zu können. Fun Fact. Insbesondere für alle, die beim Chef mal in der Algebra waren. Es gibt auch noch die algebraischen Zahlen. Diejenigen komplexen Zahlen, die Nullstelle von normierten Polynomen mit rationalen Koeffizienten sind. Für die kann man schon intuitionistisch zeigen, dass je zwei algebraische Zahlen gleich sind oder ungleich sind. Ja, die zusätzliche Information, die mit einer algebraischen Zahl frei Haus kommt, nämlich dass eine Nullstelle von dem und dem normierten Polynomen ist mit rationalen Koeffizienten, die genügt einem, um dann herausfinden zu können, ob je zwei Zahlen gleich sind oder ungleich sind. Im Wesentlichen deswegen, weil man mithilfe dieser Zusatzinformation eine Schranke finden kann, die dann sagt, wenn die Zahlen näher als so und so beieinander sind, dann sind sie schon gleich und ansonsten sind sie ungleich. Ja, könnt ihr in Marx' Skript schauen, Proposition 1,14 oder sowas? Weiß nicht mehr. Unten links auf der Seite. Oder ihr schaut auf mein Programmierprojekt von als ich klein war. Da habe ich das in Haskell implementiert. Ist auf einem Konkurrenten von GitLab gehostet. Okay, ich glaube, damit sind wir mit den Nachträgen durch. Habt ihr gerade irgendwelche Fragen? Der Plan wäre sonst mit Gensens Kalkül natürlichen Schließens anzufangen. Sind wir schon fertig? Ja. Weil wir das oder das haben. Das vordere ist äquivalent zu Phi, das hintere ist äquivalent zu nicht Phi. Ungleich heißt einfach nicht gleich. Ne? Also nicht, es ist nicht der Fall, dass J von U gleich J von V ist. Also es ist nicht der Fall, dass Phi gilt. Halt so ein Schnitt. Ja, genau. Konkretisieren. Ja. Das kann ich halt in diesem Kontext jetzt nicht, weil irgendwie sozusagen, also die Aussage, dass ich so eine Abbildung habe, irgendwie ein bisschen stärker ist, als wenn ich extra Choice habe. Ist das irgendwie eine gute Intuition? Naja, wenn du das Auswahlaxiom hast,
dann ist die Aussage, dass die Abbildung einen Schnitt besitzt, äquivalent dazu, dass sie surjektiv war. Ohne das Auswahlaxiom ist es ein bisschen stärker, eine Abbildung, die einen Schnitt besitzt. Das ist übrigens auch ein Phänomen aus der Kategorientheorie. Da gibt es auch das Konzept von dem Epimorphismus. Aber wenn man dann auf die NLAP-Seite vom Epimorphismus geht, sieht man doch, dass es nochmal 5 verwandte Konzepte gibt. Es gibt reguläre EPs, es gibt starke EPs und so weiter und so fort. Es gibt Split-EPs zum Beispiel. Und Split-EPs sind per Definition solche Epimorphismen, die ein Inverses besitzen. Ein Restinverses in klassischer Notation. Und was das Auswahlaxiom quasi zeigt, ist, jeder EP in der Kategorie der Mengen ist schon ein Split-EP. Aber dafür braucht man eben das Auswahlaxiom. Beobachte noch einen Fun-Fact dazu. Ne? Wie groß war jetzt die Menge Y, aus der wir gewählt haben? Antwort, hier steht Y. Y enthielt höchstens 2 Elemente. Denn jedes Element ist ja gleich U oder gleich V. Also es gibt höchstens 2 Kandidaten. Also eine wahnsinnig kleine Menge. Nicht irgendwie eine überabzählbare Menge, wo es jetzt schwierig ist rauszuwählen oder sowas, wo man vielleicht so als klassischer Mathematiker, aber irgendwie doch große Mengen bezweifelnder Mensch denken würde, dass vielleicht da irgendwas fishy ist, sondern das ist eine wirklich nicht große Menge. Man kann nicht zeigen, dass diese Menge endlich ist in dem zuvor genannten Sinne. Wenn man definiert, dass eine Menge endlich ist, genau dann, wenn sie bijektiv ist zu einer Menge der Form 1, bla bla bla, n, ja, dann wüsste man nämlich, dass u gleich v ist oder u ungleich v ist. Man müsste nur nachschauen, ob die Menge jetzt genau 2 oder genau 1 Element enthält. Sonst noch? Okay, dann fangen wir mit dem ersten Kapitel an. Also, wir wollen besprechen Gänzens Kalkül natürlichen Schließens. Ihr habt schon ausgeteilt, aber vielleicht kam das nicht zu allen durch. Ich gebe mal hier noch ein bisschen weiter durch. Ihr habt das schon so ein bisschen zusammengefasst hier auf eurem Zettel. Und der Punkt der Vorlesung wird jetzt sein, dass wir im Wesentlichen genau erklären, was da eigentlich draufsteht und das ein bisschen einüben. Das hier sind die Regeln von Gänzens Kalkül natürlichen Schließens. Gänzens Kalkül dient dazu, genau definieren zu können, was eigentlich wirklich ein formaler, ausformulierter Beweis ist. Und wurde eben eingeführt von Gänzen. Es gibt noch andere Kalküle auch, zum Beispiel Hilberts Kalkül, das was verschiedene Nachteile hat aus meiner Sicht, auch verschiedene Vorteile. Gänzens Kalkül ist sehr gut da geeignet, um recht leicht einen informalen Beweis, den man auf Deutsch an der Tafel geführt hat, zu übersetzen in einen formalen Beweis. Und der Punkt ist halt, dass es da irgendwie so, keine Ahnung, 13 Schlussregeln gibt. Wir können sie ja mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Schlussregeln. Und aus diesen 19 Schlussregeln können also irgendwie nahezu alle Argumentationen überhaupt aus der Mathematik zusammengesetzt werden. Das ist eine Lüge. Und wir werden auch noch sehen, in welchem Sinne es eine Lüge ist. Aber zuerst Approximation stimmt das. Gut, auf jeden Fall müssen wir dazu ein klein paar Sachen einführen. Da gab es ja auch letztes Mal so ein paar Ausraster, die sich angebahnt haben. Sowas wie, was ist denn jetzt eigentlich wirklich eine Aussage und so. Und das können wir jetzt formal definieren. Wir definieren zuerst, was Signaturen sind. Eine Signatur Sigma besteht aus einer Ansammlung von Sorten, einer Ansammlung von Funktionssymbolen,
zusammen mit einer Sortendeklaration, wird gleich erklärt. Und eine Ansammlung von Relationssymbolen. Wieder zusammen mit einer Sortendeklaration. So, Beispiel. Das wird ein Beispiel sein, was sich durch die gesamte Vorlesung zieht. Die Signatur von Hating-Arithmetik HA abgekürzt spezifiziert folgende Dinge. Eine Sorte N dann ein paar Funktionssymbole, nämlich 0 vom Typ N, S, Successor vom Typ N nach N. Beobachte, dass wir hier keinen Doppelstrich haben. Dann Plus vom Typ N kreuz N nach N und dann Mal vom Typ N kreuz N nach N. Was ich eigentlich nicht unsexy finden würde, wäre, wenn wir hier Haskell-Notation verwenden, immer wenn wir aus Operatoren Abbildungen machen. Ja, dass wir das so in runde Klammern einschließen, sonst hängen so Interpunktionszeichen in der Luft, das finde ich ein bisschen komisch. Solche Funktionssymbole und keine besonderen Relationssymbole. Okay, also was sind Sorten? In nullter Näherung kann man sich Sorten wie Mengen vorstellen, aber eine viel bessere Näherung wäre wie Typen. Ja, 0 ist vom Typ N, S ist vom Typ N nach N. Und warum sagt man jetzt nicht Typen, sondern Sorten? Aus dem Grund, dass das hier alles recht down to earth ist. Wir wollen eventuell später auch Logik-Höhere, oder ganz sicher wollen wir auch Logik-Höhere Ordnung untersuchen, wo man mit Typen noch Sachen machen kann. Man kann dann den Produkttyp bilden oder den HOM-Typ und sowas, ja. Aber hier, das ist Logik erster Ordnung, da ist alles sehr, sehr basic. Da gibt es einfach in jeder Signatur, in jeder Theorie, gibt es eine gewisse Anzahl Sorten. Und dann gibt es eben Funktionen irgendwie, die diese Sorten miteinander vermanschen, aber man kann sonst mit den Sorten nichts machen. Und deswegen will man die nicht gleich Typen nennen, weil dann hat man so im Hintergrund, dass da ein ganzes cooles, großes Typensystem mit dranhängt, sondern man nennt sie eben Sorten. Safe? Also wenn du sowas wie N kreuz N schreibst? Genau. Das ist, damit meine ich überhaupt nichts. Genau, also das ist was rein Syntaktisches, das sind Funktionssymbole. Ja? Also zu der Signatur gehört halt jetzt ein Buchstabe S. Und wir werden gleich definieren, was Terme sind. Und das wird dann dazu führen, dass wir S von 7 zum Beispiel schreiben dürfen. Aber damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich in irgendeiner Abbildung S die Zahl 7 einsetze. Sondern ich schreibe einfach syntaktisch S von 7. Ist dasselbe wie bei dem Mal, genau. Und es meint einfach nur, dass Plus ein Funktionssymbol ist, wo man dann später immer zwei Terme einsetzen muss, und zwar beide vom Typ N. Ja? Gewissermaßen wäre eine ehrlichere Schreibweise folgende für Plus, dass ich sage N, N, N. Nimmt zwei Ns, gibt ein N zurück, aber jetzt ohne Pfeil und ohne Kreuz, um nicht zu unterstellen, dass wir hier gerade Mengenlehre machen und das wirklich Abbildungen sind und das vorne das kartesische Produkt von Mengen oder sowas steht. Ja? So macht es zum Beispiel auch der Elephant, ja, das Standard-Topos-Theorie-Kompendium. Aber ich finde das trotzdem ein bisschen intuitiver. Eine Sache gibt es auch noch, hättet ihr ausrasten können, Ansammlung. Das ist ja mal nicht so präzise, gell? Damit ist Folgendes gemeint, wie ihr wollt, ja? Also zum Beispiel endliche Liste von wäre ein guter Kandidat hierfür. Aber wenn eure umgebende Metalogik so stark ist, um wirklich eine Mengenlehre zu enthalten, dann könntet ihr hier auch Menge von Sorten sagen.
Ja, und dann also sehr, sehr viele Sorten eventuell zulassen. Oder sowas wie hier zulassen, wo man nicht ganz genau weiß, wie viele Sorten es eigentlich gibt. Ja? Wenn die Metalogik zudem intuitionistisch ist. In meinem Leben habe ich nie gebraucht, habe ich diese Flexibilität von Mengen an dieser Stufe nie gebraucht. Also es war immer okay, wenn das, endliche Mengen oder also wenn das endliche Listen waren oder abzielbare oder sehr konkret angebbare Listen. Aber wir werden heute nochmal in der Vorlesung zu einem Punkt kommen, wo ich Ansammlungen schreibe. Und dann war es für gewisse Situationen in meinem Leben sehr, sehr kritisch, dass ich hier beliebige Mengen nehmen konnte. Nicht, weil ich wollte, dass sie sehr, sehr groß werden können, sondern weil ich wollte, dass sie ein bisschen unbestimmt sein könnten, wie bei diesem Y. Ja? Was ist der Unterschied von einer Menge in der Liste? Naja, zum einen haben Listen noch eine Reihenfolge drin. Zum anderen, wenn ich Menge sage, dann brauche ich eine ganze Mengenlehre im Background, die mir dann diktiert, wie die Mengen, was die Regeln für Mengen sind. Listen dagegen sind was ein bisschen einfaches, vor allen Dingen, weil mit Liste meint man eigentlich fast immer endliche Liste. Ja? Und dann brauche ich eine ganz, ganz schwache Metatheorie, nur um über die reden zu können. Ist denn jede Liste abzählbar? Also für mich wäre das Wort Liste ein Synonym für endliche Liste. Also ja. Ne? Und ich kann halt sehr viele, mit einer Menge kann ich halt viele Sachen machen. Ich kann zum Beispiel die Menge all ihrer Teilmengen bilden, sofern ich das Potenzmengenaxiom habe. Sowas kann ich mit einer Liste nicht machen. Mit einer Liste kann ich nur zwei Listen aneinander hängen, schauen, wie lang sie ist, mir das vorderste Element holen und sowas. Also sehr, sehr Sachen, die down to earth sind. Die ich also hinkriege in einer extrem schwachen Metalogik. Unsere Metalogik in der Vorlesung soll sein, erstens, sie soll intuitionistisch sein. Und zweitens, sie soll extrem schwach sein. Sie soll keine Mengenlehre beinhalten. Sie soll noch nicht mal volle Piano-Arithmetik sein. Sie soll ganz, ganz, ganz schwach sein. Unter anderem aus dem Grund, weil wir Piano-Arithmetik und so weiter untersuchen wollen. Wenn wir dann schon Piano-Arithmetik in unserem Kopf unterstellen würden, kann man das schon machen, aber dann ist das ein bisschen komisch. Ja? Insbesondere wollen wir die Konsistenz von Piano-Arithmetik untersuchen. Das können wir nicht, wenn wir sowieso schon Piano-Arithmetik unterstellen, weil dann ist Piano-Arithmetik trivialerweise konsistent. Was ist ein Term? Ein Term über einer Signatur Sigma ist induktiv zusammengesetzt aus Variablen, und Funktionsanwendungen. Also irgendein F, ein Funktionssymbol der Signatur, und dann irgendwelche bereits zuvor konstruierten Terme eingesetzt. Beispiel, per Definition ist 1 in HA syntaktischer Zucker für den Term S von 0. Und 2 ist per Definition syntaktischer Zucker für S von 0. Haben Variablen eine Sortendeklaration? Genau. Variablen mit Sortendeklaration. Und die Funktionsanwendung dann müssen wohl typisiert sein, also wohl sortiert sein, weiß nicht. Also das heißt halt, die Terme hier, die haben ja alle auch schon irgendeinen Typ, irgendeine Sorte, und das muss genau die Art Sorte sein, die es F akzeptiert. Momentan sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendwie sagen könnten, wie sich sowas vereinfacht oder sowas, sondern S von 0 ist halt irgendein Term von der Sorte N in der Signatur der Hating-Arithmetik.
Und was wir jetzt definieren können, ist, was Formeln sind. Und Formeln ist Logikersprech für Aussagen. Eine Formel über einer Signatur Sigma ist induktiv zusammengesetzt aus vielen Bestandteilen. Eine Möglichkeit, was eine Formel ist, wäre der Ausdruck eben, dass zwei Terme gleich sind, wobei S und T Terme desselben Typs, derselben Sorte über Sigma sind. Das wäre eine sogenannte atomare Formel, die nicht aus kleineren Einheiten zusammengesetzt ist. Dann könnte man das da betrachten. Dabei soll R ein Relationssymbol sein. Und die T's sollen Terme von passenden Sorten sein. Also das sind die atomaren Formeln. Und jetzt gibt es zusammengesetzte. Angefangen bei top. Ihr kennt alle den Widerspruchspfeil und wir haben gesagt, ein bisschen vornehmer ausgedrückt, ist das Bottom. Top ist das Gegenteil. Top ist nicht das Falsum, das Falsche, sondern Wahrheit. Statt top könnte ich mir auch denken, 47 gleich 47. Ja? Aus gewissen Gründen, die wir gleich verstehen werden, ist es gut, ein extra Zeichen für eine trivialerweise wahre Aussage zu haben. Top. Dann können wir Konjunktionen bilden. Wenn Phi und Psi schon Formeln sind, dann ist ihre Verundung auch eine Formel. Dann haben wir Bottom. Und dazu gehöre ich dann die Disjunktion, die Veroderung von Phi und Psi. Dann haben wir die Implikation. Das ist auch eine Formel. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Quantoren. Wir haben das da, wobei Groß X eine Sorte ist, eine Sorte über Sigma ist. Ja. Und zu guter Letzt die Existenzquantifikation. Das ist, was Formeln sind. Darf ich hier unten löschen? Also machen wir ein Beispiel. Über HA ist folgendes eine Formel, ist die Aussage für alle N aus, für alle A aus N und für alle B aus N, nee, gibt es ein B aus N, so dass B gleich 2A ist. Über HA ist das da eine Formel.
Definition wäre doch jetzt dieses Ding, was du hinschreibst, und a gleich b auch eine Formel. Aber das schaut ja irgendwie komisch aus. Mhm, du hast recht. Also das da wäre eine Formel und in der Tat, ich könnte hier noch dazu schreiben, ich mache es mal kurz auch, warum nicht, und a gleich b, genau, wäre auch eine Formel, ja, das ist okay. Man kann das ein bisschen philosophischer interpretieren, will ich jetzt aber nicht machen. Es ist so, also das ist eine okay Formel, sie ist lediglich schlechter Stil. Die Variablen hier hinten a und b, die heißen auch gebunden. Also dieses b hier, das ist eine gebundene Variable. Wodurch wurde sie gebunden? Durch diesen Quantor. Und das a hier wurde gebunden durch diesen Quantor. Man könnte jetzt zum Beispiel auch hier im vorderen Teil jedes a konsistent durch a Schlange ersetzen. Hier eine Schlange drauf machen und da hinten. Und dann erhielte man eine andere Formel. Aber eine Formel, die sich hinsichtlich Beweisbarkeit genauso gut verhält wie die ursprüngliche Formel. Das waren gebundene Variablen, die kann man immer konsistent umbenennen. Da hinten das hintere und a gleich b, das waren jetzt noch freie Variablen. Die darf ich nicht einfach umbenennen, es sei denn, ich merke mir, dass ich sie umbenannt habe und mache das später wieder richtig. Ne? Aber gebundene Variablen dürfen grundsätzlich umbenannt werden, ungebundene, also noch freie Variablen nicht. Es ist jetzt nicht so guter Stil, insbesondere wenn das echte Mathematik wäre, ja, also einfach so eine Anfängervorlesung in der Tafel, dass ich direkt nur 1 Zentimeter entfernt Variablen verwende, frei, welche genau denselben Namen haben wie bisher vorkommende gebundene Variablen. Aber es ist logisch okay. Okay, aber ja. Also was würde mich jetzt daran hindern, dieses ganze Ding in Klammern zu setzen und noch davor für alle? Aha. Niemand? Und dann wäre es noch schlechterer Stil, keine Ahnung. Kannst du machen, kannst du machen. Dann sind A und B wieder gebunden. Und das sind aber trotzdem andere A's und B's da drin. Ja, also ein Quantor, in der Informatik heißt das Shadowing. Wenn du eine Variable x schon oder eine Variable a schon irgendwie im Scope hast, kannst du gerne nochmal einen Block aufmachen, da drin wieder eine neue Variable a bauen. Das ist dann ultra verwirrend, aber möglich. In dem kleineren Scope bezieht sich a dann nur auf das von dem kleineren Scope und nicht mehr auf das. Oh, sorry. Fun Fact, in Perl 6 hast du folgendes, also $a bezieht sich auf die Variable a, die gerade im Scope ist. Und $outer, Doppelpunkt, Doppelpunkt a, bezieht sich auf das a, was ein Scope drüber eventuell ist. Das kannst du auch weitermachen, du kannst $outer, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Outer, Doppelpunkt, Doppelpunkt, A machen. Du weißt, dass du sogar machen kannst, ist. I kid you not, aber ich liebe Perl. Du kannst sogar das machen, $caller. Das ist jetzt das A, nicht irgendwie in dem umgebenden lexikografischen Scope, sondern in dem Scope von der Subroutine, die ich aufgerufen hat. Okay. Ja, genau. Es ist ein bisschen scherzhaft und man verwendet das auch nicht. Und die sind, glaube ich, read-only standmäßig und so weiter. Aber ich finde es schön, dass es das Konzept gibt und dass es eine Notation dafür gibt. Ja, dass man drüber sprechen kann. So, Bemerkungen. Bemerkung Nummer 0 schreibe ich nicht an. Ihr seht, hier haben wir so einen Fetisch für Klammern entwickelt. Tatsächlich werden wir Klammern immer weglassen, wenn es aus dem Kontext sich ergibt. Die traditionelle Lesart hiervon ist auch tatsächlich, dass Formeln Zeichenketten sind. Zeichenketten, die hier in dem Fall beginnen mit dem Symbol runde Klammer auf. Die moderne Lesart wäre, dass wir an der Tafel hier nicht wirklich Zeichenketten hingeschrieben haben, sondern Syntaxbäume. Der Syntaxbaum, also für alle, die nicht in meiner 5. Klasse damals waren, der Syntaxbaum hierfür wäre und a gleich b oder gleich ab. Und hier hinten halt irgendwie sowas wie für alle, an, dann hier ein Existenzding, dann bn und dann ist gleich und dann b und hier 2a und meinetwegen könnte man 2a auch noch aufdröseln, wenn man wollte. Auf jeden Fall die moderne Konvention ist, dass man sagt, eigentlich spreche ich immer über Syntaxbäume, die verbrauchen aber sehr viel Platz. Deswegen schreibe ich sie an der Tafel wieder horizontal, so wie ich sie immer geschrieben habe. Aber ich meine die Syntaxbäume damit. Dann muss ich auch gar nicht in der Metatheorie mir Gedanken machen, ob da jetzt Klammern vorkommen oder nicht. Okay, interessantere Bemerkungen sind folgende. Es ist möglich, die Theorie, die wir hier betreiben, also Logik, ohne Variablennamen aufzuziehen.
Das heißt dann De Bruyne Indizes. Und die Aussage, die wir da oben haben, die würde dann so geschrieben werden, A wäre vielleicht die nullte Variable, die irgendwo in einem Kontext gebunden ist, und B die erste, keine Ahnung. Gut, und hier vorne würde sowas stehen für alle n. Gibt es n, sodass, okay, und b ist ja jetzt die zuletzt gebundene Variable, also die Variable mit der Nummer 0, ist gleich 2 mal a. A ist die zu zweitletzt gebundene Variable, also Nummer 1. Also statt Variablen Namen sagt man einfach, du musst so viele Quantoren zurückgehen. Dann kann man auf Variablen Namen verzichten. Das ist nicht unschick, weil so hat man nicht das Problem, dass man, was eventuell irgendwo auftaucht, bei uns nicht auftaucht, aber bei anderen Zugängen auftaucht, dass man sich länger darüber Gedanken machen muss, was eigentlich ist mit Formeln, die den gleichen Inhalt haben, aber ansonsten einfach nur umbenannt waren. Ja, das wäre das Problem der Alpha-Äquivalenz. Und mit dem muss man immer irgendwie hantieren und mit dem muss man halt nicht hantieren, wenn man sowieso gleich die Bruyne-Indizes verwendet. Zweitens, in infinitärer Logik erlaubt man noch mehr Arten von Formeln, nämlich da erlaubt man noch sowas und sowas. Das ist also so wie das normale kleine und, aber riesig, nämlich indiziert durch alle Elemente von irgendeiner Menge. Also in infinitärer Logik braucht man eine umgebende Mengenlehre, die einem sagt, was eine Menge ist. Und dann können wir auch Familien von Formeln betrachten, indiziert durch irgendeine Menge, vielleicht eine überabzählbare große Menge oder so. Und dann erlaubt man das eben auch noch. Infinitäre Logik hat dann leicht andere Eigenschaften als die Logik, die wir betrachten. Ja? Und wieder ist es so, beide Arten von Flexibilität, die eine Menge liefert in intuitiver Logik, kann sinnvoll sein. Zum einen die, dass i sehr, sehr groß ist, vielleicht überabzählbar unendlich. Und zum anderen die, dass i ein bisschen unbestimmt ist, wie bei unserem Beweis von Diaconescus Satz. Ja? Enthielt höchste zwei Elemente, aber wir konnten nicht so ganz genau auf den Punkt bringen, wie viele. Ja, ich hätte eine Frage zu den Bäumen. Bitte. Weil Funktionen, bei Formeln, wo die Reihenfolge nicht, wo die Reihenfolge wichtig ist, zum Beispiel beim Allquantor, liegen die dann von links nach rechts oder war das unabsichtlich? Wie ich hier, die liest man von links nach rechts. Genau. Ja, also ich meine, du kannst auch es natürlich andersrum schreiben, aber du musst dich auf irgendeine Konvention einigen. Ja. Und eventuell war das noch nicht der fertige Syntaxbaum, ne? Vielleicht hätte ich hier sagen sollen mal 2a und vielleicht hätte ich hier auch sagen sollen Doppelpunkt an. Aber ist mir egal. Ja, und dann hättest du wahrscheinlich statt 2. Zwei war sowieso eine Abkürzung. Genau, für s von 0. Also s von 0. Und übrigens 0, das hatte ich vorhin nicht dazu gesagt, 0 ist ein Funktionssymbol, aber halt ein Symbol für eine Funktion, die gar kein Argument nimmt. Ein sogenanntes nullariges Funktionssymbol. Die Funktion plus ist zweiarig, two-ary, weil sie zwei Argumente nimmt. Und die Successor-Funktion ist einsarig, ich weiß nicht, wie es genau um das heißt. Und okay. Ah ja, richtig, ja. Also S ist eine unnähere Funktion. Kann weg, ja? Das andere? So, also jetzt haben wir definiert, was Formeln sind. Tolga, überleg, ob es stickig ist und walte eventuell deines Amtes.
Gut, und dann kommt noch eine Bemerkung und dann die zentrale Definition der Vorlesung. Die Bemerkung, die jetzt kommt, ist extrem gut für die mentale Hygiene. Im Kontext von HA oder PA. PA war Peano-Arithmetik, das ist ja genau dasselbe wie Hating-Arithmetik, nur dass man noch klassische Logik dazu nimmt. Aber ist von der Signatur her dieselbe. Im Kontext von HA oder PH heißt eine Formel der Form lauter Existenzquantoren, dann lauter für alle Quantoren, dann lauter Existenzquantoren und so weiter. So und so oft. Es endet wieder auf irgendeine der Quantorenarten und dann geht es hier irgendwie weiter. So eine Formel heißt, wenn das hier insgesamt n Blöcke sind, n Blöcke, so eine Formel heißt auch Sigma 0 n Formel. Muss gleich noch genau erklärt werden. Und eine Formel der Form fängt mit dem für alle Quantor an und dann Existenzquantoren und dann wieder abwechselnd und so weiter. Und keine Ahnung, wo es rauskommt. Könnte auch beim, hängt von n ab, ne? So. Sowas, auch wieder mit n Blöcken. Heißt Pi 0n Formel. So, damit das Ganze Sinn ergibt, muss in diesem Rest, da dürfen dann natürlich keine Quantoren mehr vorkommen. Ne? Sonst wäre es überhaupt nicht wohl definiert, was wir gemacht haben. Quantorfreie Formeln. Und hier, die Quantoren, die sollen alle über die Sorte n gehen. Eine andere gibt es auch nicht im Kontext von H oder PA. Okay, also sowas, eine Sigma-0-n-Formel ist also eine, die mit einem Sigma-Zeichen anfängt, vielleicht auch mehreren. Wir werden sowieso sehen, dass wir mehrere Existenzquantoren zu einem zusammenfassen können, mit so einer Paarbildungsfunktion. Jedenfalls insgesamt n Arten von Quantoren, aber es fängt mit einem Existenzquantor an. Und hier fängt es halt mit einem für alle Quantoren an. Es ist gut, diese beiden Konzepte zu haben, denn dann kann man fortan, immer wenn man irgendeine Aussage in der Mathematik hat, kann man sich fragen, ist das eine Sigma-0-n-Formel oder eine Pi-0-n-Formel und was ist das n? Und Logiker teilen nach dieser Klassifikation die Formeln auf. Ja? Je größer das n ist, desto komplizierter ist die Formel. Und dann wird es Aussagen geben der Art, für jede Sigma-0-1-Formel gilt dies und jenes oder sowas. Also für gewisse einfache Formeln kann man auch das und jenes zeigen. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die haben Angst vor dem Induktionsaxiom. Die haben aber nicht Angst davor, das Induktionsaxiom zu verwenden für die und die Arten von Formeln, für Sigma-0-1-Formeln oder sowas. Also da ist es gut, einfach für die mentale Hygiene das im Kopf zu behalten. Woher kommt die 0? Genau, es gibt auch noch oben 1. Das ist dann, wenn man, dieses Teil hier heißt übrigens auch arithmetische Hierarchie. Wenn man oben 1 schreibt, dann ist es die sogenannte analytische Hierarchie. Und da erlaubt man, dass die Quantoren nicht nur über n gehen, sondern auch über Teilmengen von n. Was dann nochmal substanziell alles ändert. Eine super Turing-Maschine zum Beispiel, also eine Turing-Maschine, die länger als unendlich lang laufen kann, wo die Zeitachse mit Ordinalzahlen indiziert wird und in der Literatur genannt Infinite-Time-Turing-Maschine, kann jede Formel dieser Art, also einfach alle Formeln von Peano oder Hating-Arithmetik entscheiden. Aber sie kann nicht alle Formeln der analytischen Hierarchie entscheiden.
Weil auch eine Supertouring-Maschine hat nicht genug Zeit, um alle Teilmengen von n durchzugehen. Aber Fun Fact zum Fun Fact: Formeln von noch geringer Komplexität auf der analytischen Hierarchie kann eine Supertouring-Maschine doch noch entscheiden. Magie. Gut. Definition: Was ist eine Sequenz? Im Englischen sequent. Und das ist keine Falschübersetzung. Zumindest keine, die von mir stammt, sondern eine, die schon etabliert ist. Eine Sequenz über einer Signatur Sigma ist ein formaler Ausdruck der Form Phi Turnstile. Nun eine gewisse Sortendeklaration, Psi. Wobei die Groß-X, X irgendwelche Sorten sind, über Sigma. Und Phi und Psi Formeln über Sigma sind. Deren freie Variablen, die nicht durch Kontoren gebunden sind, alle von der richtigen Sorte im Kontext aufgeführt sind. Der Kontext ist das, was hier im Index des Turnstile-Symbols steht. So, wie liest man das jetzt intuitiv? Also die intuitive Bedeutung davon soll sein, im Kontext dieser Variablen lässt sich unter Annahme von Phi die Formel Psi folgern. Und Logik beschäftigt sich halt jetzt mit der Frage, wann stimmt das? Wann kann ich wirklich aus Phi Psi folgern? So, wenn man das erste Mal jetzt sieht, kann man sich fragen, warum der Aufwand mit diesem Turnstile? Warum machen wir nicht einfach nur sozusagen Folgendes und lassen dann das Top auch wieder weg? Warum nicht einfach so? Das drückt dasselbe aus. Das drückt aus, dass für alle x der entsprechenden Sorten, es stimmt, dass Phi Psi impliziert. Ja, das hat zwei Gründe. Grund Nummer eins. Logiker sind auch darin interessiert, formale Sprachen zu untersuchen, die nicht ausdrucksstark genug sind, um das Implikationszeichen zu enthalten. Es ist gut, sich immer auf das Minimum zu reduzieren, und manche Mathematik kann man eben auch ohne das Implikationszeichen durchführen. Wenn man jetzt aber gar nicht sowas hätte wie Voraussetzungen und Behauptungen, dann ist es nicht mehr Mathe. Ne? Das heißt, ich brauche dann was anderes, und das ist eben durch dieses Turnstile gegeben. Aus der Voraussetzung Phi kann ich Psi folgern. Also das ist ein Grund. Wenn man das Implikationszeichen nicht in der Sprache haben will, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Der zweite Grund ist, Gensens Kalkül natürlich entschließend, das ist eben das, in dem diese Definitionen hier passieren, möchte möglichst nah an der mathematischen Praxis sein. Und in der Tat gibt es in der mathematischen Praxis einen Unterschied zwischen dem und dem. So, wie es hier steht, das ist immer die Angabe auf dem Übungsblatt.
zeigen Sie, für alle x1 bis xn gilt, dass phi psi impliziert. Und wie fangt ihr dann an, die Aufgabe zu beweisen? Ihr sagt, okay, seien x1 bis xn beliebig, gelte phi zu zeigen psi. Das ist mental ein kleines bisschen was anderes. Ihr wollt jetzt danach keine Allaussage mehr zeigen, sondern ihr wollt ganz konkret psi nachweisen. Und was ist dabei gegeben? In eurem Scope, in eurem Geltungsbereich sind jetzt ein paar Variablen eingeführt worden. Und außerdem habt ihr die Annahme, die Globalannahme phi getroffen. Das ist mental was anderes. Ne? Keine Implikation mehr nachweisen, sondern psi nachweisen. Unter einer Annahme. Und da ist es ganz schön, das ganze Kalkül, das, was eben in der mathematischen Praxis auch wirklich vorkommt, auch formalisiert. Also gibt es dann ein Axiom, was dafür sorgt, dass das obere das untere impliziert? Und umgekehrt, genau. Und das werden wir auch gleich sehen. Okay. Jetzt müssen wir nur noch definieren, was eine Theorie ist. Definition. Eine Theorie über einer Signatur Sigma besteht aus einer Ansammlung, hier wie üblich rot unterringelt, von Sequenzen, den sogenannten nicht-logischen Axiomen der Theorie. Mit nicht logisch ist nicht unlogisch gemeint, sondern nur, dass es in Abgrenzung von den logischen Axiomen, die jetzt gleich kommen und die das Verhalten von und für alle und sowas festhalten, dass es um mathematische, inhaltliche Axiome geht, die jetzt zum Beispiel das Verhalten der Mengen festlegen oder das Verhalten der natürlichen Zahlen. Es kann sehr, sehr nützlich sein, dass das hier flexibel genug ist, dass man hier eine beliebige Menge nehmen kann, von der man eventuell nicht genau weiß, wie groß sie ist. Ansonsten genügt meistens, dass man hier abzählbare Menge oder sowas hinschreibt. Dann schauen wir uns mal ein Beispiel für eine Theorie an. Und zwar die Theorie der Monoide. Theorie der Monoide, zur Erinnerung, eine Monoide, das ist dasselbe wie eine Gruppe, nur dass inverse Elemente fehlen dürfen. So, was muss die Signatur überhaupt können, damit wir die Theorie formulieren können? Die muss eine Sorte G, M haben, M wie Monoid. Und die muss ein nullleeres, haben wir so gesagt, das heißt. Funktionstypel E haben, stehen für das neutrale Element. Und ein binäres Funktionssymbol Kringel, ja, zum Verkringeln. Und was wären dann die Sequenzen, die man als die nicht-logischen Axiome hernimmt? Zum einen eine Sequenz, die die Assoziativität ausdrückt. Unter der Annahme top, also unter keiner besonderen Annahme, soll das Assoziativgesetz folgen. Und dann braucht man halt noch Inverse. Das E sollte neutral sein, Entschuldigung. Also das da bräuchte man. Man bräuchte es auch noch andersrum. Und das war's.
Was sind die Axiome, die man bei einem Moonweed braucht? Also einfach drei Stück, jeweils in gewissen Kontexten. Und für gewisse Belange ist es extrem gut, dass wir jetzt die Theorie formulieren konnten, ohne Implikationszeichen zu verwenden und ohne für alle Zeichen zu verwenden. Es ist nämlich so, dass man für jede Theorie auch fragen kann, was sind denn Modelle dieser Theorie in gewissen Kategorien? Und eine Kategorie muss umso stärker an kategoriellen Eigenschaften sein, um kompliziertere logische Symbole interpretieren zu können. Dagegen, wenn die eigentlich nur das gleiche Zeichen interpretieren können soll und hier sowas mit Kontexten, aber nicht direkt mit einem für alle, dann genügt schon jede Kategorie mit endlichen Limiten. Und so kann ich also in jeder Kategorie von einem Modell, von der Theorie von einem Monoid sprechen, bekomme dann die Definition von einem Monoid-Objekt, für die Leute, die das schon wissen. Da ist das ganz gut. Okay. Das zweite Beispiel ist das von Hating-Arithmetik. Das stelle ich aber kurz zurück, weil wir auf jeden Fall noch die nächste Definition brauchen. Sonst könnt ihr auch nicht die wichtigste Übungsaufgabe auf dem Blatt bearbeiten. Eine minimallogische oder intuitionistische oder klassische Ableitung. Formale Ableitung. Einer Sequenz modulo einer Theorie T, so sagt man, ist ein Beweisbaum, mit der gegebenen Sequenz an der Wurzel und nur den nichtlogischen Axiomen von T an den Blättern. Und jetzt müssen wir nur noch definieren, welche Regeln denn verwendet werden dürfen, um so einen Beweisbaum aufzustellen. Genau folgende Regeln dürfen verwendet werden. So, und das sind jetzt eben die Regeln, die ihr schon auf dem Blatt habt. Und wir gehen da jetzt exemplarisch ein paar durch und vor allen Dingen klären wir, wie man die zu lesen hat. Und wir fangen an bei was Einfachen, nämlich den Regeln für die Konjunktion. Da gibt es zum Beispiel, ich schreibe die mal kurz alle ab. Und dann reden wir drüber. So. Also das wären hier schon alles Beispiele für Beweisbäume. In den ersten drei Fällen für recht kurze Beweisbäume. Die haben nämlich eine Wurzel unten und oberhalb gar keine Kinder. Oberhalb des Strichs steht nichts mehr. Hier ist es schon ein interessanteres Beispiel für einen Baum. Der hat unten eine Wurzel und dann zwei Kinder, die sich von ihm erschrecken. Nach oben links und nach oben rechts. Man liest die jetzt immer wie folgt. Wenn es stimmt, dass wir die Sequenzen, die alle oben aufgeführt sind, ableiten können, dann können wir auch die Sequenz, die weiter unten steht, ableiten. Dann eine kleine notationelle Sache. Wir haben nicht immer Lust, klein x1 doppelt groß x1, Komma, Punkt, Punkt, Komma, klein x1 doppelt groß x1 zu schreiben. Deswegen schreiben wir kurz einfach klein x Vektor. Oder wenn wir ein bisschen präzise sein wollen, klein x Vektor Doppelpunkt groß x Vektor. Damit ist dann gemeint, dass das eigentlich so Listen sind und dass wir es so aufdröseln, wie eben hier ein einziges Mal wirklich passiert. Ja? Okay, und was sagen jetzt diese Regeln?
Also zum Beispiel hier die zweite Regel. Die drückt aus, unter der Annahme Phi und Psi stimmt die Behauptung Phi. Klingt gut, ne? Hier dasselbe mit Psi. Und hier was Komplizierteres. Diese Regel sagt uns, wie wir eine Konjunktion von zwei Aussagen beweisen können. Die sagt uns nämlich, wenn wir schon einen Beweis haben, dass unter der Annahme Phi Psi gilt, und wenn wir einen Beweis haben, dass unter der Annahme Phi Chi gilt, dann bekommen wir, vermöge dieser Regel, auch einen Beweis, dass unter der Annahme Phi die Konjunktion Psi und Chi gilt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz einleuchtend, ne, für die Konjunktion. Schauen wir uns kurz eine der Regeln für die Disjunktion an. Die lautet so. Weiß jemand von euch, dass eine Stichwort, welches diese Regel umsetzt? Das eine Stichwort im Umgang mit oder in der Mathematik, was man dann immer verwendet. Fallunterscheidung. Fallunterscheidung, genau. Wenn wir unter der Annahme Phi oder Psi Chi zeigen wollen, müssen wir zwei Teilbeweise führen. Wir müssen einen Teilbeweis führen, dass unter der Annahme Phi Chi folgt, und wir müssen einen Teilbeweis führen, dass unter der Annahme Psi Chi folgt. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir insgesamt einen Beweis dieser Ring. Okay, und spannend sind vor allen Dingen auch die Regeln zur Quantifikation. Ich schreibe mal eine von denen hin. Es gibt also diese da und dann die für die Allquantifikation. Wir werden jetzt zuerst über die Allquantifikation sprechen. So. Wie geht ihr vor, wenn ihr unter der Annahme Phi im Kontext von irgendwelchen Variablen, die x heißen, nachweisen wollt für alle y Psi? Was ist die erste Zeile in so einem Beweis davon? Die erste Zeile sieht so aus, na gut, sei klein y und groß y beliebig zu zeigen Psi. Das heißt, was ihr braucht, um das untere folgern zu können, ist, ihr braucht einen Beweis, dass Phi Psi bedingt in dem um y erweiterten Kontext. Ich müsste offiziell klein y Doppelpunkt groß y schreiben, mache ich aber nicht. Ja, also diese Regel drückt genau das Verfahren aus, was man verwendet, um eine Allaussage zu beweisen. Man braucht in dem erweiterten Variablenkontext braucht man einen Beweis, dass Phi Psi bedingt. Dabei ist ganz wichtig, dass in Phi die Variable y nicht frei vorkommt. Denn sonst würde das bedeuten, dass man nicht wirklich für alle y zeigt, dass es Phi Psi folgt, sondern nur für die, wo halt auch Phi von Y sozusagen gilt. Und dann hätte man das nicht mehr für alle gezeigt. Das ist eigentlich eine schöne Übungsaufgabe, überlegt mal, genau, lasst diese Bedingung weg, also ändert die Definition so, dass Y frei vorkommen dürfte in Phi und baut dann einen Beweisbaum, das Top-Bottom bedingt. Also zeigt, dass die Theorie dann inkonsistent ist. Wie geht es hier mit der Existenzquantifikation? Ihr wollt zeigen, dass unter der Annahme, dass so ein y existiert mit Phi, dass da Psi folgt. Was ist die erste Zeile eures Beweises? Ihr sagt, nach Voraussetzung gibt es ein y mit Phi, wir zeigen jetzt Psi. Das ist das, was hier steht. Um einen Beweis der unteren Sequenz zu erlangen, muss man einen Beweis der oberen Zeile führen, also einen Beweis, dass Phi Psi bedingt, in dem erweiterten Variablenkontext, wo jetzt ein kleines y vorkommt.
Machen wir noch ein Beispiel. Ja, ich schreibe noch eine Regel hin, die ihr auch schon auf dem Blatt habt. Auch nochmal eine für die Existenzquantifikation, die weiter reststehende. Und ich sehe gerade, auf dem Blatt ist ein Fehler, der wird korrigiert. Eins tiefer, ja, unten rechts. Da muss es beides mal Phi heißen. Hinten steht aber Psi. Okay, was diese Regel ausdrückt, ist, wie man es schafft zu zeigen, dass ein Existenzquantor stimmt. Wie schafft man das? Man muss nichts Besonderes gezeigt haben oben, sondern es genügt, dass man im Kontext einer Variable in Y und die Annahme schon getroffen hat, dass Phi gilt. Denn wenn man weiß, dass Phi gilt, und in Phi kommt irgendwo die Variable Y vor, sonst ist es nicht interessant, aber wäre trotzdem okay. Wenn man weiß, dass Phi gilt, dann weiß man ja, dass es ein Y gibt, für das Phi gilt, nämlich das Y, was man gerade dran stehen hat. Achtung, das ist dann hier so ein bisschen ärgerlich, dass man hier dieses Shadowing hat. Y war eigentlich auch eine freie Variable von der linken und rechten Seite, wird jetzt dort aber gebunden. Ich sollte vielleicht hier lieber schreiben y Schlange und dann den Phi y Schlange für y ersetzen. Und das könnte man auch machen, aber es ist guter Stil quasi, wenn die Regeln so möglichst wenig Konstruktion verwenden, wie geht. Und es gibt einfach eine andere Regel, die einem das mit der Substitution erlaubt. Und ich würde das ungern hier vermischen wollen. Sprechen wir noch kurz über die strukturellen Regeln und machen dann ein Beispiel und dann sind wir fertig. Also diese hier ist interessant. Jeweils in irgendeinem Kontext. Das ist die sogenannte CUT-Regel, C-U-T, ja, Schnittregel. Und das ist die Regel, die einem erlaubt, Lemmata zu verwenden. Wenn wir beweisen wollen, dass unter der Annahme Phi Chi folgt, genügt es, zwei Teilbeweise zu führen. Einmal das Phi Psi bedingt und dann das Psi Chi bedingt. Und aus logischer Sicht ist das eine subtile Regel. Denn an der Behauptung hier lässt sich nicht mehr ablesen, nicht mehr rekonstruieren, was denn das Zwischenlemma Psi war, was verwendet wurde. Das ist auch genau der kreative Teil des Beweisens, ne? Dass ich nicht weiß, im Vorhinein weiß, welche Lemmata ich verwenden werde. Dagegen bei all den anderen Sachen hier, zum Beispiel dem da, dabei immer klar, was die Einzelbeweise sein müssen. Das kann ich ablesen aus der Behauptung. Aber sobald ich die Schlussregel mal verwendet habe, kann ich das nicht mehr ablesen. Okay, und dann gibt es die Regel für das Ersetzen. Die mache ich jetzt vor einem Beispiel. Und zwar will ich beweisen, dass 1 plus 1 2 ist. Okay. So ein bisschen ärgerlich bei Beweisbäumen ist immer, dass man von Anfang an nicht weiß, wie viel Platz man lassen muss. Die wachsen nach oben, anders als in der Informatik, wo Bäume nach unten wachsen. Und das heißt, man muss das immer auf dem Spielblatt machen und dann abschreiben. Aber das, so ist das Leben. Also die Konsequenz zum Schluss soll sein, dass aus top, unter der Annahme top, im leeren Kontext folgt, dass 1 plus 1 2 ist. 1 plus 1 gleich 2. Und ich schreibe es direkt drunter nochmal richtig sozusagen. 1 ist per Definition S von 0, die andere S, 1 ist auch S von 0 und 2 ist per Definition S von 0. Ja, das sind jetzt nur Definitionen, nur sind entzuckert. Gut. Wie sieht das aus?
Ich werde gleich das dann noch begründen nach oben hin. Und andererseits werden wir Folgendes begründen. Die 1 hier ist eine S von 0, ne? So. Das wird beides nach oben hin noch begründet werden. Das, was links vom Turnstile steht, ist Wort zu Wort identisch zu das, was hier rechts vom Turnstile steht. Das heißt, ich möchte die Schnittregel dann verwenden. Und das ist das Zwischenlemma, was wir verwenden. Wie folgt nun das da oben? Naja, hier ist eine Konjunktion gezeigt. Also folgt das wohl dadurch, dass ich beide Einzelteile beweise. Ich muss diesen, den linken Einzelteil beweisen und ich muss den rechten Einzelteil beweisen, den da. So. Und jetzt ist die Frage, warum stimmt das? Okay, und das folgt jeweils aus Axiomen von Hating-Arithmetik, die ich nicht angegeben habe, aber euch jetzt verrate. Eines der Axiome lautet nämlich, im Kontext NM gilt, nein, nur im Kontext N, sorry, gilt N plus 0 gleich N. Und wenn wir das jetzt nehmen und für N S von 0 einsetzen, dann haben wir das da unten. Also hier wurde ersetzt, für N wurde 0 eingesetzt, für N wurde S von 0 eingesetzt. S von 0 für n. So kann man das kenntlich machen. Für n S von 0 angesetzt. Und das ist eben eines der Axiome von Hating-Arithmetik. Es steht an einem Blatt. Ist okay, da hinzuschreiben. So, und hinten, da haben wir folgendes Axiom von Hating-Arithmetik verwendet. Dieses hier. Und welche Ersetzung haben wir vorgenommen? Für n haben wir s von 0 geschrieben. Und für m haben wir 0 geschrieben. Und so folgte dann die Zeile drunter. Gut. Und rechts noch, wir kriegen es gerade hin. Wir haben diese Regel. Wir können uns gleich Gedanken machen, warum die stimmt. Aus dem oberen folgt dann das untere. Indem wir wieder so eine Ersetzung vornehmen, müssen wir nur ganz genau lesen. Für x nehmen wir s von 0 plus 0 und für y nehmen wir s von 0. Dann passt das genau. Und woher haben wir jetzt das? Das ist eine der Regeln, die schon auf dem Blatt war. Die Gleichheitsregel. Unten rechts. Ja, die sagt, wenn zwei Variablen gleich sind und wir irgendeine Formel haben, wo jetzt die eine Variable vorkommt, dann können wir auch ableiten, dass die Formel nochmal stimmt, aber jetzt mit der anderen Variable hinten. Und jetzt ist der Beweisbaum fertig. Das ist also ein ganz, ganz formaler Beweis, dass 1 plus 1 2 ist. Ausgehend von den Axiomen von Hating-Arithmetik. Okay. Und wenn ihr keine einzige Übungsaufgabe macht, dann macht wenigstens Aufgabe 5. Nämlich ein ganz wichtiges Ziel der Vorlesung ist, dass ihr lernt, dieses Kalkül wertzuschätzen und dass ihr lernt, wie man eigentlich jeden Beweis in der Mathematik, den man so in einer Standardvorlesung präsentiert bekommen würde, umschreiben könnte, wenn man wollte, in einen
so einen Beweis bauen. Und das sollt ihr halt bei Aufgabe 5 in 3 Fällen üben. Wir sind teilweise, also wenn man in diese, mit diesem Business anfängt, dann ist das schwierig. Und später extrem leicht, weil man dann weiß, wie man eigentlich Standardfloskeln vom Deutschen beweisen übersetzt in Standardmuster hier bei diesem Beweisbaum. Und Aufgabe 2 ist eine witzige Aufgabe, die den Punkt untermauert, dass intuitionistische Mathematik bei Eleganzassistenz hilfreich ist. Weil euer klassischer Beweis, den ihr bei Aufgabe 2 erstmal finden werdet, das wird ein Beweis sein, auf den ihr sofort kommt, aber der nicht so geil ist. Und dann versucht ihr über einen Zeitraum von Monaten nochmal einen intuitionistischen Beweis zu finden und dann freut euch irgendwann, wenn ihr den habt. Der ist nämlich extrem kurz und viel, viel schöner als der klassische Beweis. Und vielleicht schafft ihr es nicht nur in Monaten, sondern bis zur nächsten Übung. Die Übung am Montag fällt aus, weil wir alle nach Regensburg fahren zur Gauss-Vorlesung. Das heißt, wir müssen uns noch überlegen, wann die nachgeholt werden soll. Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Bitte. Man kann ja Logik auch darauf ziehen, wenn nur eine Sorte. Richtig, ja, das machen auch die meisten Leute. Genau, dann was bringen uns die mehreren Sorten, weil bis jetzt sieht es eher so aus, als wird es unnötig viel kleine X. Genau, und tatsächlich, ich habe dann auch irgendwann wieder aufgehört, hier diese Sorten hinzuschreiben, gell? Genau, zum Beispiel die Theorie der Vektorräume. Wenn du die formalisieren willst. Die Skalarmultiplikation ist doch Zahl mal Vektor gibt Vektor. Also brauchst du 2 Sorten. Die dir von allen Objekten des Universums rausfischen, ob sie eine Zahl sind oder ein Vektor. Ja, das kannst du machen, aber das ist nicht wie ein echter Mathematiker, der in Praxis drüber nachdenkt. Der sagt doch schon, Zahlen und Vektoren sind verschiedene Dinge. Und wenn du jetzt schreiben würdest, 7, die Zahl 7 ist gleich der Vektor 1, 2, 3, dann würde der dich komisch anschauen. Der würde nicht nur sagen, das war falsch, sondern würde dich komisch anschauen. Weil du einen Typfehler begangen hast, als du das aufgeschrieben hast. Das wäre so die Haltung, die ein Mathematiker an den Tag legen würde. Er würde vielleicht nicht Typfehler sagen, weil er das Wort Typ nicht kennt. Na, aber so würde man das formalisieren. Deswegen ist man schon froh, das in verschiedene Sorten zu haben. Hat auch noch andere Gründe. Wenn du zum Beispiel definieren willst, was ein Modell von einer Theorie in einer Kategorie ist, dann fängst du damit an, dass du sagst, naja gut, so ein Modell muss für jede Sorte der Theorie jeweils ein Objekt der Kategorie mitbringen. Und für jedes Funktionssymbol je einen Morphismus und so weiter und so fort. Und dann ist es auch wieder gut, dass du nicht forderst, dass es irgendwie ein Universalobjekt gibt, wo man dann alles rausfischt. Ja? Aber ist das genau gleichmächtig, oder? Ich denke schon mal, wir müssten noch mal uns genau unterhalten, was du ganz präzise meinst, und dann wäre die Antwort ja. Noch eine Frage? Okay. Genießt das Leben und bleibt konstruktiv.